Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren kurzen Video, heute FPS-Boost. Ich hab mich so voll geschissen, das ist ja krank. Wieso guckst du so skeptisch? Kennst du das nicht? Mein Zuschauer Passion Whisky, vielen Dank an dich, hat mir einen Twitter-Post geschickt und in dem wird Folgendes beschrieben. Wenn ihr sys-info eingibt und sehr weit hochscrollt, dann solltet ihr besonderes Augenmerk auf diesen Punkt legen, Engine Thread Pool. Hier seht ihr, wie viele Kerne von eurer Engine, also von eurer CPU, genutzt werden. Dem Twitter-User ist aufgefallen, dass bei ihm nur 5 von seinen eigentlich 8 oder was weiß ich wie viele Kernen genutzt werden. Hier oben drüber seht ihr übrigens direkt, wie viele Kerne euer Prozessor hat. Ich zeige euch aber noch, wie man das im Windows auch nachschauen kann. Wenn ihr alle Kerne nutzen wollt, macht ihr Folgendes. Ihr geht dazu in die CS2 Startoption, also hier Rechtsklick auf CS2 Properties und direkt bei General seht ihr unten die Launch Options. Hier fügt man nun diesen neuen Befehl hinzu, aber Achtung, die Zahl muss nicht zwingend 9 sein. Es ist wichtig, wie viele Kerne ihr habt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, wie viele Kerne ihr habt, könnt ihr einfach nachschauen. Dazu gebt ihr einfach in der Windows-Suchmaske Systeminformationen ein, öffnet die Geschichte und seht hier euren Prozessor. Ich habe einen AMD Ryzen 7 5800X 8-Core-Prozessor und da ich einen 8-Kerner habe, gebe ich hier minus Threads 9 ein, also einfach CPU-Kernanzahl plus 1. Bei Passion Whisky hat das zum Beispiel 50 FPS mehr gegeben und das ist schon ziemlich krass. Bei mir sind es ungefähr 40, aber da ich, während ich das ja gerade aufnehme, OBS benutze, ist das Ganze leider nicht mehr brauchbar bzw. vergleichbar. Ich habe darum ohne OBS Screenshots für euch gemacht. Oben links seht ihr meine FPS aktuell, 287, 290, manchmal 300. Das ist, wenn ich OBS und die Aufnahme anhab, weil meine CPU die Aufnahme macht. Das dürft ihr nicht vergessen, ihr habt das ja wahrscheinlich zu einem Großteil nicht. Die meisten von euch werden nicht irgendwie halt OBS laufen lassen, während sie zocken, sondern zocken halt einfach so. Hier nun ein Screenshot, Achtung, ohne minus Threads 9 habe ich 428 FPS, so plus minus, es geht mal hoch auf 430, 440, dann fällt es wieder auf 420, so in dem Bereich ist es. Und wenn ich diese Threads einschalte, also den Befehl mit in die Startoption hinzufüge, habe ich 461 FPS, also ca. 40 FPS mehr. Das ist auf jeden Fall ein schöner Boost, den man gerne nimmt, gerade wenn man einfach nur so einen Befehl ändern muss. Das heißt natürlich nicht, dass es bei jedem von euch 40 FPS oder 50 dazu bringt, aber ihr solltet auf jeden Fall bei sys-info eben schauen, wie viel ihr gerade eben nutzt von eurer Engine. Und wenn ihr nicht die ganzen Kerne nutzt, dann kann es ja schon mal nicht schaden, wenn man alle Kerne hinzuschaltet. Falls es dann doch stört, also ihr merkt, ihr habt weniger FPS, nehmt ihr den Befehl einfach wieder raus. In der Videobeschreibung habe ich euch auch den Tweet verlinkt, von dem diese ganze Info kommt. Und hier noch eine kleine Knife-Giveaway-Info in eigener Sache. Zu Weihnachten gibt es bei uns im Livestream dieses Huntsman Knife Autotronic für euch. Man kann nur noch heute mit rein, denn heute ist der letzte Stream vor Weihnachten. Ich werde am Samstag, also am 23. mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht streamen, sondern nur noch heute. Das heißt, man kann nur noch heute rein und am 24. wird der Gewinner dann gezogen und kontaktiert über Twitch. Also wenn man hier mitmachen möchte, dann rumkommen, meine Damen und Herren. Der Link zum Stream ist in der Videobeschreibung, einfach auf Twitch der Dummbabler suchen, dann findet ihr mich auch. Ich streame übrigens dreimal die Woche, jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Und dieses Knife wird natürlich nicht das letzte sein. Das ist sogar tatsächlich das 61. Knife, das wir verschenken, also über gewisse Jahre hinweg. Und ja, nach dem Knife gibt es wieder was und Handschuhe und hin und her. Also rumkommen, meine Damen und Herren, es lohnt sich. Und natürlich kann man bei uns halt auch jede Menge Spaß haben, mitzocken und so weiter und so fort. Kommt ran! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.